Perfekt. So, jetzt funktioniert's. Hallo Leute. Ja, angekündigt für die heutige Veranstaltung mein Jahresrückblick 2019 und eine kleine Vorausschau auf 2020. Was für ein Jahr. Ich glaube, das geht uns allen so. 2019 hatte es in sich, in ganz vielerlei Hinsicht. Also da ist ja nun wirklich eine ganze Menge passiert. Ich glaube, die drei größten Themen, die die komplette Gesellschaft in Deutschland, aber auch in Europa, vielleicht sogar auch weltweit beschäftigt hat, war dreierlei. Zum einen ging es darum, wie gehen wir mit der Wahrheit um, mit dem Thema Wahrheit. Was ist das? Und wie sehr setzen wir uns dafür ein? Was ist uns Wahrheit wert? Das war definitiv ein großes Thema. Das zweite Thema, was wir hatten, war der Weg, also so die Tendenz, dass immer mehr Staaten dazu tendieren und auch Politiker dazu tendieren, zuerst einmal an klein-klein zu denken. Also, wie auch immer das Land heißt, X zuerst, danach die Sintflut. Es ist auch eine Entwicklung gewesen, die 2019 ganz schöne Auswirkungen hatte. Aber was ich positiv empfand, es gibt jetzt auch in den entsprechenden Ländern so einiges an Gegenbewegungen. Also sehen wir es positiv. Und das dritte Thema, das, glaube ich, alles beherrschend war, ist das Thema Klimawandel gewesen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass der Klimawandel ist da und ich frage mich dann immer wieder, warum es von einigen nach wie vor geleugnet wird, dass der Klimawandel da ist und warum immer noch andere Themen für manche Menschen so viel wichtiger sind, als die globale Katastrophe zu verhindern. Also das waren so die drei großen gesellschaftlichen Themen, die uns alle beschäftigt haben. Wie weit hat mich das Ganze nur betroffen? Also in Richtung Wahrheit und in Richtung, wie viel ist die Wahrheit wert, habe ich sehr viele persönliche Erfahrungen im Laufe des Jahres 2019 gemacht und habe für mich festgestellt, was für mich extrem wichtig ist und habe das wirklich nochmal unter die Nase gerieben bekommen. Das für mich persönlich am wichtigsten ist tatsächlich meine Seele, mein Glaube und meine Freiheit. Und letzteres hängt auch mit meiner Selbstständigkeit zusammen und das sind so drei Punkte, die für mich essentiell für mein Leben sind. Also das definitiv. Da auch in Richtung Freiheit war für mich dann auch, wo ist die Grenze zwischen Meinungsfreiheit einerseits und Populismus und Extremismus auf der anderen Seite? Ich fand das interessant, gerade so aus dem, ich sag's jetzt mal, etwas rechtstendierenden Milieu, hatte ich einige Begegnungen der dritten Art, sowohl in persönlichem Kontakt auf der Straße als auch im World Wide Web. Fand ich faszinierend, was so an Meinungen so existieren und vor allen Dingen, wie da getickt wird. Also das war für mich 2019, war für mich auch so ein Jahr, wo ich wirklich einfach auch mal ausgetestet habe, wie ticken Rechtsextreme, wie vertreten sie ihre Meinungen, welche Methoden verwenden sie. Das war spannend zu beobachten. Ich habe da einige interessante Erfahrungen gemacht. Habe daraus sehr viel gelernt und das wird 2020 mit Sicherheit von mir auch weiter verwendet, in dem Sinne, dass ich das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, an dich und an euch weitergeben werde. Das war also für mich interessant. Dann ging es um das Thema Populismus, Meinungsfreiheit auch nochmal. Wie gehe ich damit um? Wie positioniere ich mich? Auch da habe ich
verschiedene Dinge herausgefunden und habe da verschiedene Positionen für mich festgelegt und habe eben dann auch in dem Sinne, was ist mir persönlich wichtig, was sind meine Werte, die ich vertrete, einfach auch mal so für mich definiert. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass es an einem sehr mangelt bei uns, insbesondere in Deutschland, das ist tatsächlich die Ausdefinition. Egal wie die Position nun sei, wenn wir nicht vom Gleichen sprechen und noch nicht mal ahnen, dass wir nicht vom Gleichen sprechen, gibt es ein Kommunikationsproblem. Ich habe das sehr interessant gefunden. Also ich fand das sehr lehrreich. Für mich war es sehr lehrreich. Vor kurzem war tatsächlich auch bei Markus Lanz in einer Abendsendung, in einer Talkshow gab es einen Gast, Herrn Maaßen, der die Position vertrat, dass die Definition des Begriffs Flüchtling verkehrt sei und es um Migranten gehen würde. Und das hat mir sehr deutlich was bewusst gemacht, nämlich dass hier wirklich auch Definitionen eine sehr große Rolle spielen, persönliche, berufliche Hintergründe auch mit reinspielen. Das erklärt mir so ein bisschen, wieso er andere Definitionen des Begriffs ablehnt und verweigert. Es ist eine sehr eingeschränkte Sicht. Es hat mir auch gezeigt, dass sehr viele ein Problem damit haben, Gegensätze nebeneinander stehen zu lassen. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Es war mir zwar bewusster durch Erfahrungen, die ich so seit 2012 gemacht habe, dass es sehr viele Menschen gibt, die denken, dass Gegensätze sich ausschließen würden. Ich bin immer der Meinung, dass Gegensätze sich nicht unbedingt ausschließen müssen, sondern sehr oft ergänzen. Es gibt Gegensätze, wo ich sage, die schließen sich aus. Also man kann aus meiner persönlichen Sicht, kann man nicht sagen, ich bin ein friedliebender Mensch und gleichzeitig sagen, ich möchte eine Atomwaffe in meinem Land haben. Das funktioniert für mich von der Logik her nicht. Das ist ein Gegensatz, den ich als extrem unlogisch empfinde. Es gibt aber auch andere Gegensätze, wo ich sage, das sind Gegensätze, die sich aber ergänzen und nicht ausschließen. Bestes Beispiel, nehmt mal irgendeine Münze in die Hand. Bei jeder Münze seht ihr zwei Seiten. Und die Seiten schließen sich ja nicht gegenseitig aus, sondern beide Seiten zusammen ergeben das Ganze. Und in der Mitte ist auch noch ganz viel. Das ist nämlich der Klebstoff, die beiden Gegensätze miteinander verbinden. Also ich fand das faszinierend. Und mir sind da mehrere Ideen zugekommen, die ich auch dann nächstes Jahr dann weiterverfolgen werde, wo ich dann schlicht und ergreifend auch mal in diese Richtung mit der Definition weitergehen werde. Ich habe ja angefangen in diesem Jahr auch mit dem Thema Netzsprech und mit dem Thema Quersprech. Das sind ja so zwei große Themenblöcke, die ich habe. Zum einen das Netzsprech, wo ich regelmäßig so alle zwei Wochen vom Termin her auf ein größeres Thema eingebe, was mit Internet zu tun hat, was mit Selbstständigkeit zu tun hat, was mit Workflow zu tun hat, mit Selbstständigkeit zu tun hat, also mit vernünftigen Arbeitsweisen zu tun hat. Das ist das eine. Und das andere ist Quersprech, wo ich dann auf bestimmte gesellschaftliche Themen auch eingehe. Beide Reihen werde ich auch nächstes Jahr fortführen. Und ich habe für mich dann noch festgestellt, dass ich dann da nochmal eine Unterscheidung mache, dass diese beiden Themen etwas länger andauern vom Inhalt her, also so komplex sind, dass ich sie eben nicht in 15 Minuten, 20 Minuten schaffe, sondern dass es da grundsätzlich immer eine Dreiviertelstunde, Stunde gibt. Dass ich aber ergänzend auf aktuelle Ereignisse eingehen werde, was das Internet angeht. Also speziell so,
ich sag jetzt mal so eine Kurznachricht, so ein Spotlight regelmäßig jetzt bringen werde. Damit fange ich dann im Januar an, dass ich regelmäßig mindestens einmal in der Woche so eine Kurzzusammenfassung bringe, was ist los, oder mir jeweils so ein spezielles Thema heraussuche. Beispielsweise, wie läuft das jetzt mit der Entwicklung bei den Suchmaschinen? Was ergibt sich da jetzt Neues? Oder wie sieht das aus mit der Gutenberg-Entwicklung bei WordPress? Oder wie sieht das aus mit Libra zum Beispiel? Was gibt es da neue Entwicklungen? Wie sieht das aus mit künstlicher Intelligenz? Und so weiter und so weiter. Immer so ein spezielles Thema und dann kurz zusammengefasst. Das wird ab nächstem Jahr im Januar, das ist eine neue Entwicklung für 2020, wird das dazukommen. Das auf jeden Fall. Dann war das dritte große Thema ja tatsächlich das Thema mit dem Klimawandel. Ich bin ja der Meinung, er ist schon da. Und das, was wir machen können, ist, jeder tue sein Schärflein dazu, so gut es eben geht. Jeder nach seinen eigenen oder ihren eigenen Möglichkeiten. Da schaffen wir auch schon was. Und mein persönlicher Beitrag ist da so zweigeteilt in zwei Richtungen. Zum einen ganz persönlich, was ist in meinem eigenen privaten und geschäftlichen Bereich zu tun? Da habe ich zum einen es geschafft, mir tatsächlich diese Gemüsenetze zu beschaffen. Im Frühjahr gab es das endlich zu meiner großen Freude in meinem Discounter meiner Wahl. Perfekt. Seither laufe ich immer mit mindestens drei. Damals gab es dann so einen Dreierpack von diesen Gemüsenetzen, Gemüse- und Obstnetzen, immer mit diesen Gemüsenetzen in meiner Handtasche durch die Gegend, falls ich mal spontan irgendwie Obst kaufe. Und seither habe ich auch keine Plastiktüte mehr für Obstkauf besorgen müssen. Nie wieder genommen, perfekt. Also kleiner Schritt in die richtige Richtung. Macht mir richtig Spaß, immer mit meinem Netz dann einkaufen zu gehen. Und zwar nicht nur bei diesem Discounter, sondern dann eben das dann auch bei anderen Discountern und in anderen Supermärkten zu nutzen. Hat bisher auch funktioniert. Keiner guckt mich schräg an. Also dementsprechend kann ich nur empfehlen, ist eine Investition in die Zukunft im doppelten Sinne. Das hat also wunderbar geklappt. Einen richtigen blöden Rückschritt habe ich gemacht. Ich habe euch ja auch schon mal erzählt letztes Jahr, dass ich angefangen habe, auf den Föhn komplett zu verzichten und mehr in Richtung mit dem Drei-Handtuch-Methode zu arbeiten. 2019, und das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, habe ich viel zu oft den Föhn benutzt. Also 12 Mal ist es geworden bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt jetzt dabei. Also einmal pro Monat habe ich tatsächlich Minimum einen Föhn genutzt. Mehr so in der kalten Jahreszeit. Hauptsächlich dann, wenn ich den Hintern nicht hochbekommen habe und nicht früh genug aufgestanden bin, wenn ich dann morgens Termine in der Nachbarstadt hatte und dann so kurz nach 5 mich in den Bus setzen musste, hatte ich dann keine Lust, so wenn du mit Handtüchern dann nur arbeitest ohne Föhn, musst du dann halt schon um spätestens 3 Uhr lange Haare gewaschen und in Handtüchern eingewickelt haben, um mit trockenen Haaren durch die Gegend zu fahren, wenn du keinen Föhn benutzt. Also das hat 2019 nicht so ganz geklappt, aber okay, Schwamm drüber, 2020 steht bevor. Was richtig auch wieder gut geklappt hat, war kompletter Verzicht in Richtung Auto. Ich habe es ja nicht ganz freiwillig gemacht, dass ich aufs Auto verzichtet habe. Durch den Sturz bin ich ja weg vom Auto. Bin jetzt inzwischen aber auch schon so weit, dass ich gute 6 Monate immer so ohne Schwindel schon auskomme. Ich könnte also inzwischen schon ein Auto wieder ins Auge fassen. Vom Ärzten her aber für mich war es immer so mindestens 12 Monate Pause und dann, wenn ich keinen Schwindelanfall habe, dann werde ich auch wieder ins eigene Auto steigen und wieder selber irgendwo mich hinter das Lenkrad setzen. Ich habe also hauptsächlich dann zurückgegriffen auf Taxifahrten, wenn ich meine Monatseinkäufe hatte und dann langer Weg quer durch den ganzen Ort, Hügel aufwärts, und das gesundheitlich manchmal einfach nicht zu packen war, dann habe ich 2018 hauptsächlich dann aufs Taxi zurückgegriffen. In diesem Jahr habe ich es geschafft, insgesamt nur 3 Mal aufs Auto zurückzugreifen. Ich habe 2 Mal ein Taxi nehmen müssen tatsächlich, und einmal hat mich eine ältere Dame, die gesehen hat, dass ich am Arsch abbreche, hat mich freundlicherweise mitgenommen. Fand ich sehr nett. Ich kannte sie überhaupt nicht, aber sie hat meine Situation erkannt und hat mich dann mal eben kurz hier den Hügel hochgefahren, also einmal quer durch die Stadt und dann hier vor der Haustür abgesetzt. Also das war sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Fand ich reizend. Also das fand ich sehr, sehr schön. Also das waren so im privaten Bereich.
im geschäftlichen Bereich habe ich natürlich dann auch Nägel mit Köpfen gemacht und habe mich erstmal umgeschaut, wie kriege ich das hin, dass meine Webseiten weniger Strom verbrauchen und gleichzeitig auch von der Performance her, von der Leistung her besser sind. Ich habe ja für 2019, ab April, habe ich ja wirklich ein riesen Projekt angefangen. Ich habe meine bestehenden Webseiten, bis auf eine, die fehlt noch, meine bestehenden Webseiten rübergenommen auf einen neuen Hosting-Anbieter und habe dort dann auch gleich gewechselt von normalen Festplatten auf SSD-Festplatten. Bin jetzt bei einem Webhoster, der ja durch die SSD-Festplatten, die ich da jetzt nutze, nur noch ein Drittel der Energie verbraucht von dem, was ich vorher verbraucht habe. Und zusätzlich das auch noch, obwohl ich jetzt mehr Webseiten nutze. Und das Ganze auch noch schneller geworden ist und das Ganze auch noch umweltfreundlicher geworden ist durch den rein grünen Strom. Die benutzen rein grünen Strom sowohl für die Server als auch für die eigenen Büroräume. Dementsprechend, tschakka, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also da bin ich ganz stolz auf mich, dass das schon mal funktioniert hat. Das waren also so die Bereiche mit Populismus, Wertefindung, Grün, also mein Part auf der einen Seite. Grün gab es noch was anderes, was ich dann auch in meine Wertedefinition mit hineingenommen habe und auch in meine Planung für 2020, ganz klar. Bei mir geht's ja auch sehr häufig dann darum, dass ich langfristig denke. Es gibt Menschen, die denken von heute auf morgen. Es gibt welche, die denken so für ein Jahr. Manche denken auch in 5-Jahresplänen oder in 10-Jahresplänen. Das mache ich eh schon lange und ich denke auch ein bisschen länger. Also ich denke dann mehr so in mehreren Generationen und mehreren Jahrhunderten. Dementsprechend sehe ich dann auch so meine Aufgaben ein bisschen anders. Also nicht irgendwie guru-technisch irgendwie so vorne weglaufen und alle laufen hinterher, sondern einfach sammeln, Möglichkeiten aufzeigen und das Ganze dann in die Hände der nächsten Generation weitergeben. Da bin ich momentan gerade dabei und baue gerade noch 2-3 Sachen auf, die dann, ich denke mal, im März, April nächsten Jahres spätestens komplett stehen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen und könnt euch dann auch gerne mit beteiligen, wenn ihr entsprechend in den Branchen unterwegs sein solltet. Also im Bereich mit Umwelttechnologie arbeitet, mit Umweltschutz arbeitet, dass man da die Webseiten miteinander vernetzt. Das ist ein rein ehrenamtliches Projekt, was ich da nebenbei mit aufziehe. Also das ist kein Projekt, wo ich sage, da das ist jetzt irgendwie in Richtung Business, sondern das ist für mich mehr so in Richtung Positionierung. Also etwas zurückgeben von dem, was ich in meinem Leben erhalten habe. Ja, das dazu. Sonst in diesem Jahr geschäftliche Highlights, also für mich definitiv der komplette Umzug und der Neuaufbau der Webseiten, habe ich ja im April losgelegt. Bei zweien bin ich schon sehr zufrieden mit carmen-split.de. Das ist meine älteste, meine private Webseite, die ich als erstes mit rübergezogen habe. Dann die neue, die Website carmen-split.com, die geschäftliche Hauptwebsite, die ich ab April angefangen habe. Da war mein Highlight, dass ich da in zweierlei Hinsicht zum ersten als Pocket-Herausgeber schon verifiziert bin. Hat mich super glücklich gemacht. Dann ging es darum, dass ich im September mit einem meiner Hauptbegriffe, mit dem entschleunigten Marketing, seither auf Platz 1 bei Google bin. Nach 4 Monaten und 11 Tagen war das geschafft. Schaka. Dann habe ich es hinbekommen, endlich nach Jahren der Suche, nach Jahren verzweifelter und wirklich deprimierender Suche, endlich einen Künstler zu finden, der mir meinen Jingle erstellt. Halleluja, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt endlich einen Jingle, das heißt, ich habe jetzt auch ein akustisches Branding. Das war für mich dann noch mehr Ansporn und ich habe es danach dann hinbekommen, endlich mal mein
Vimeo-Kanal zu aktivieren. Ich habe jetzt seit 2016, wird euch vielleicht auch so gehen, seit 2016 habe ich einen Vimeo-Kanal, ein Vimeo-Profil. Habe es aber irgendwie nie richtig vernünftig genutzt. Ich habe da schon ein paar Videos hochgeladen, war aber immer so im Privatmodus, habe das also nicht geschäftlich genutzt, sondern habe immer so vorbereitet, dass ich es dann irgendwann mal geschäftlich nutzen kann. Jetzt habe ich in diesem Jahr einen Blick drauf geworfen, habe festgestellt, die Videos, die da drauf sind, das ist alles Käse, so würde ich das alles gar nicht mehr machen. Das Branding stimmt auch alles nicht mehr, alles Schrott, alles platt gemacht. Und dann habe ich angefangen, die ersten freien Videos raufzunehmen und habe die Gelegenheit genutzt, das dann zu nutzen, um meinen ersten Online-Kurs reinzunehmen, WordPress erstellen. Ich habe ja nun inzwischen eine gewisse Erfahrung da drin, WordPress-Webseiten zu erstellen, sowohl meine eigenen als auch die für meine Kundinnen und Kunden. Und dementsprechend habe ich gedacht, mach das Ganze einmal fertig, weil die Fragen kommen ständig. Wie machst du das? Welche Plugins brauche ich? Welches Theme brauche ich? Wie finde ich die richtigen Themes? Wie finde ich die richtigen Plugins? Und wie bekomme ich das Ganze auf den Server rauf? Und so weiter und so weiter. Und SSL-Verschlüsselung und hast du nicht gesehen? Und ich habe mir immer einen Wolf geredet und das war sehr mühsam. Und jetzt gibt es diesen Online-Kurs und er steht, das ist mein erster Online-Kurs. Das ist für mich jetzt natürlich dann auch ein Haken, den ich gesetzt habe und vor allem ein Erfolgserlebnis. Lange, lange habe ich immer gedacht, so, du musst auch endlich mal einen Online-Kurs machen. Du musst auch endlich mal einen Online-Kurs machen. Jetzt habe ich ihn endlich gemacht. Mein erster Online-Kurs ist fertig und das hat riesen Spaß gemacht. Das wird natürlich fortgeführt. Da habe ich auch für meine Planung für 2020 drinstehen für meine Jahresplanung, Minimum 5 bis 6 weitere Online-Kurse mit raufzunehmen, also 2, 3 große Online-Kurse und 2, 3 kleinere Online-Kurse. Einige werden kostenfrei sein, einige werden kostenpflichtig sein, je nach Themenbereich. Das kommt auf jeden Fall 2020. Dann habe ich festgestellt, dass ich mit meinem Theme jetzt noch sehr viel mehr machen kann, als ich es vorher machen konnte. Da wir jetzt ja mit Gutenberg arbeiten bei WordPress, wird die Entwicklung ja immer mehr dahin getrieben, dass wir bald die kompletten Webseiten im Frontend-Bereich sofort komplett von links nach rechts, von oben nach unten in Blöcken strukturieren können. Das ist die Mega-Entwicklung 2020 im Webseitenbereich. Eine von 3 Mega-Entwicklungen, aber das ist die größte Entwicklung für alle, die überhaupt irgendwie in Erwägung ziehen, eine eigene Webseite zu erstellen oder die bereits mit WordPress arbeiten. Das ist also eine Riesenentwicklung, die da mit Gutenberg kam. Und ich habe jetzt endlich entdeckt, dass ich da mit ein paar Kniffen noch ein paar zusätzliche Dinge mit einbauen kann, sodass demnächst ihr eine neue Menüstruktur bei mir auf meiner geschäftlichen Hauptwebseite finden werdet. Das wird, denke ich, nach Weihnachten werde ich mit allem fertig sein. Und dann könnt ihr dann direkt in die Jahresplanung auch schon mal hineinschauen. Das heißt, ihr könnt dann die einzelnen Monate sehen, wie die einzelnen Monate sich entwickeln und könnt dann immer in den jeweiligen Monat, der euch interessiert, einfach schon mal einen Blick hineinwerfen. Wie sieht's da aus mit Neuveröffentlichungen von Online-Kursen? Welche Workshops sind angedacht? Welche Webinare gibt es? Und ich werde das so einbauen, dass die Webinare und auch die Workshops und auch die Online-Kurse direkt auf der Webseite gebucht und angeschaut werden können. Sowohl die kostenfreien als auch die kostenpflichtigen jeweils sofort direkt auf der Webseite. Da habe ich lange rumprobiert und ausprobiert und habe verschiedene Systeme getestet und ich bin fast irre geworden mit den Änderungen von WooCommerce. Ich habe WooCommerce vorher sehr gerne genutzt. Dann habe ich erstmal WooCommerce komplett rausgenommen, weil mir da bestimmte Entwicklungen zu unsicher waren in Richtung Datensicherheit. Das hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt, da wieder zurückzukehren. Ich bin jetzt auf eine andere Lösung rübergesprungen. Das also in Kürze. Dann könnt ihr also auch direkt auf die einzelnen Kurse dann auch sofort auf der Webseite zugreifen, ohne irgendwo noch anders hinzumüssen. Das war mir sehr wichtig. Es wird dann auch den Bereich der Akademie geben. Auch da bin ich jetzt soweit, dass ich da dann eben sagen kann, bestimmte Inhalte gibt es dann nur für Mitglieder der Akademie.
so dass ich dann eben auch bestimmte Mitgliedschaften anbieten werde ab 2020, so dass du, wenn du Interesse hast, in die Tiefe der Materie ein bisschen mehr einzudringen, in den Bereichen tatsächlich mit Website-Erstellung, mit Social-Media-Erstellung, wie ist das mit dem Marketing und so weiter und so weiter. Dass du da eben auch so die Möglichkeiten hast, dein Wissen selbstständig zu vertiefen in meiner Begleitung. Das heißt, du kannst jederzeit Fragen stellen. Es gibt regelmäßige Webinare dazu, es gibt regelmäßige Treffen dazu und es gibt regelmäßige Workdays, wo wir dann eben auch zusammen uns online treffen können, wo wir sagen können, wir treffen uns dann und dann zu dem und dem Thema und dann kannst du und können auch alle anderen die Fragen stellen, die aufgetaucht sind und dann gehen wir das online direkt live durch. Das wird da also auch ab 2020 verfügbar sein. Freue ich mich auch drauf. Jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, wie ich das so mit einbauen kann, dass ich zufrieden bin, dass es automatisiert durchlaufen kann und so durchlaufen kann, dass es sowohl für dich als auch für mich den größten Nutzen bringt. Ja, das war sehr, sehr spannend. Dann habe ich mich 2019 entschieden, zwei Sachen zusätzlich zu machen. Ich bin erstens mit reingegangen in das Netzwerk Reddit. Muss aber sagen, so richtig vom Hocker hauen tut mich das Ganze noch nicht. Ich bin darauf neugierig gewesen aufgrund der Entwicklung von Barack Obama. Der ist ja ganz bekannt geworden mit seinen Statements auf seinem Reddit-Profil. Das ging ja ab und ging in die sozialen Netzwerke viral ohne Ende. Und das hat mich neugierig gemacht. Ich wusste zwar so ungefähr, worum es geht, habe da auch schon reingeschaut, habe für mich jetzt noch nicht so richtig den Weg gefunden, wie ich das tatsächlich beruflich, geschäftlich vernünftig nutzen kann. Es ist für mich eine interessante Informationsquelle. Ich schaue da ab und zu mal ganz gerne rauf, aber ich bin da nicht aktiv. Da ist momentan noch nicht so die Tendenz da. Viel interessanter ist für mich definitiv Pinterest. Ich habe auch zusätzlich jetzt nochmal angefangen mit Instagram. Ich hatte ja zwischendurch ab 2016 sämtliche Sachen, die mit Instagram zusammenhängen, bei mir komplett platt gemacht und eingeebnet, weil mir die Hektik dort einfach auf den Keks ging. Habe aber jetzt festgestellt, dass gerade meine beiden Hauptzielgruppen sehr häufig auf Instagram zu finden sind und dort auch suchen. Das heißt, ich werde mich leicht wieder mit Instagram beschäftigen. Ich habe also jetzt ein Instagram-Konto erstellt, baue gerade momentan die Strukturen von den Inhalten nochmal komplett neu auf und werde dann ab Januar spätestens dann eben anfangen, dort auch aktiv zu werden. Aber ich werde ganz klipp und klar, das sage ich euch jetzt gleich, Instagram ist für mich ein Add-on, genauso wie Facebook für mich ein Add-on ist, aber definitiv sind das nicht die Netzwerke meiner Wahl, wo ich mich hauptsächlich drin tummle. Wo ich mich hauptsächlich weiterhin drin tummle, ist definitiv Pinterest und das empfehle ich auch euch. Für mich ist Pinterest eins der besten Netzwerke 2020, 2021 FF. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Es gab da Riesensprünge in den letzten Monaten, was da an neuen Möglichkeiten mit entstanden sind. Ich bin da gerade noch am Eruieren und am Ausprobieren und am Testen, was wie wo funktioniert und was in welche Richtung zu gebrauchen ist. Also da wird definitiv auch 2020 kommen da auch Kurse und Co. mit zu, damit ihr dann einfach mir in meinen Fußspuren folgen könnt und einfach mal schaut, was kommt für euch davon in Frage, was könnt ihr davon wie nutzen. Dann gibt es 2020 noch eine große Entwicklung und zwar wird bei mir auch das Thema Podcast vorgezogen. Ich hatte eigentlich vor, damit erst in 2021 loszulegen, werde aber damit voraussichtlich im Spätsommer oder im Frühherbst 2020 beginnen. Und zwar habe ich mir da ausgesucht, dass ich zum einen in Richtung Soundcloud loslege. Vorbereitet habe ich da schon einiges, aber dass ich dann eben auch regelmäßig dort poste, veröffentliche und zum anderen über ein entsprechendes Netzwerk, über eine entsprechende Plattform eben dann auch als Podcast mitzufinden sein werde im Bereich
Spotify und im Bereich App. Also schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt. Ja, das ist so der grobe Überblick 2019, 2020. Ich fand das Jahr 2019 war unglaublich spannend, unglaublich vielfältig und auch unglaublich aggressiv. Also ich fand 2019 war ein Jahr der Gegensätze, die nicht nebeneinander bestehen konnten, anscheinend, offensichtlich. Hoffen wir mal, dass das Jahr 2020 ein wenig mehr dadurch geprägt ist, dass Gegensätze bestehen, aber dass da gewisse Brücken gefunden werden können. Warten wir mal ab, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Das war auf jeden Fall 2019, 2020, so aus meiner persönlichen Perspektive. Ja, und nächsten Samstag geht es dann los, dass ich einmal einen kurzen Überblick gebe, wie sich im 2020 folgende Bereiche grundsätzlich entwickeln. Jetzt unabhängig von dem, was bei mir alles kommt, allgemein gesehen 2020, wie entwickelt sich zum einen das Internet? Wie entwickeln sich die Suchmaschinen? Welche Dinge sind da ab 2020 besonders zu beachten? Wie sieht das aus mit der Entwicklung in den einzelnen Netzwerken? Insbesondere Augenmerk werde ich da legen, zum einen auf Facebook, zum zweiten auf Pinterest, zum dritten auf YouTube. Da hat sich auch einiges geändert. Kleine Vorwarnung an alle, es kann jetzt durchaus sein, dass YouTube einfach deinen Kanal schließt. Einfach, weil YouTube nicht genug an dir verdient, findet sich inzwischen auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wer jetzt in letzter Zeit irgendwie bei YouTube mal kurz irgendwas durchgeklickt hat, nach dem Motto, es gibt neue Geschäftsbedingungen und dann irgendwie durchgeklickt hat, ja, dem ist das vielleicht entgangen. Es ist so, das ändert sich also auch 2020. 2019 hat sich ja auch so in anderen Bereichen das eine oder andere für den Verbraucher, also auch für den Business-Nutzer etwas verschlechtert in anderen Netzwerken und in anderen Bereichen. Also was so allgemeine Geschäftsbedingungen angeht, da empfehle ich sowieso immer mal durchlesen und gewisse Konsequenzen ziehen. Ich sage jetzt nur mal PayPal. PayPal war ja die große Überraschung 2019, jedenfalls für mich, dass da sehr explizit darauf hingewiesen wurde, dass PayPal eben keine Bank ist und dementsprechend auch keine Sicherung im Sinne von Bankensicherung, von Einlagensicherung existiert. Diese besondere Betonung auf diesem Punkt hat mich sehr nachdenklich gestimmt und hat mich dann auch zu bestimmten Reaktionen veranlasst, die ich auch dir nahelege. Also behalte im Auge, wie viel Geld, wie viel Einkommen aus deinem Business oder auch aus Hobbyverkäufen von eBay und Co., wie auch immer du gerade da in dem Bereich unterwegs bist, was du dort in diesen Bereichen parkst oder auf deine jeweiligen Bankkonten verfrachtest. Kleiner Tipp nebenbei, die Entwicklung 2020 dürfte in der Sparte auch sehr interessant sein. Also da tut sich auch einiges. Was also passiert da? Welche neuen Datenvorschriften kommen auf uns zu? Ich sage jetzt nochmal, E-Privacy lässt grüßen, wirft ihren Schatten voraus. Wer also bisher noch nicht mit der DSGVO durch ist, Halleluja, du hast echt viel zu tun dann. Fang an. Ich empfehle es dir. Ja, wir hören und sehen uns jetzt erstmal beruflich gesehen nächste Woche Samstag. Dann gebe ich, wie gesagt, diesen Ausblick auf 2020, was alles auf dich zukommt in 2020 in den einzelnen Netzwerken. Von den Gesetzen her, was sich gesetzlich geändert hat oder ändern wird ab 2020, wo du ein Augenmerk drauf hast, wo du deine Anwälte drauf ansprechen solltest. Also das sind so Punkte, die eben nächste Woche Samstag ab 15 Uhr von mir angegangen werden.
Das heißt, wir sehen uns jetzt über Weihnachten nicht mehr beruflich, aber vielleicht ja privat online. Ich werde vielleicht eventuell, wenn ich in der Stimmung bin, noch einen Weihnachtsgruß nochmal mit einem Lied geschmettert reinbringen, live on air. Wer weiß, manchmal bin ich so drauf, kommt ein bisschen auf meine Weihnachtsstimmung drauf an. Also sei schon mal vorgewarnt. Falls wir uns nicht hören und sehen sollten, wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall friedvolle, gesegnete Weihnachtstage und einen guten Rutsch, falls wir uns auch am 28. nicht sehen sollten, ins neue Jahr hinein. Aber vielleicht hören und sehen wir uns ja doch. Komm auf jeden Fall gut und friedlich und sicher durch die nächsten Tage. Achte darauf, dass du anderen nicht auf die Füße trittst und lass dir selber nicht auf den Schlips treten. Bis die Tage, bis demnächst. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.